Montag, 23. Juli 2012. Bei der Suche nach Hintergründen der heutigen Gesellschaft bzw. des Staatsapparates stellt man nach einiger Zeit fest, dass man bisher in einer Illusion gelebt hat. Demokratie funktioniert nach außen durch freie Wahlen, durch Parlamentarismus, durch Gewaltenteilung und so weiter. Aber früher oder später fragt man sich, wer eigentlich wirklich die Fäden zieht oder wer in der Lage ist, die Gesellschaft so zu manipulieren, dass die freiheitliche demokratische Grundordnung ausgeschaltet wird. Dass es in Deutschland so etwas gibt, würden die meisten Bürger abstreiten. Stellt man aber fest, dass es dergleichen doch gibt, erkennt man schnell die eigene Naivität. Was Anfang der 90er Jahre von Polizisten geplant wurde und bis heute aktiv durchgeführt wird, ist so ein Gebiet. Ich habe mich über die Verfolgungskampagne, der die deutsche MC- und Biker-Szene ausgesetzt ist, mit Hells Angels aus den USA unterhalten. Sie sind sehr gut informiert, dank dem Internet. Und es gab einige bemerkenswerte Meinungen dazu. Zum Beispiel sagte mir ein Hells Angel von der Ostküste, wir wissen, dass die Probleme in Deutschland in Wirklichkeit aus den USA kommen. Es ist erstaunlich, wie sich deutsche Politiker benutzen lassen, denn die Puppenspieler sitzen beim FBI in den USA. Da ist was dran. Wenn man bedenkt, dass der dänische Geheimpolizist Manfred Zeitner vom FBI geschult schon 1996 sein Statement über Hells Angels abgab, wir müssen die Medien auf jede nur mögliche Art benutzen, um ihnen das legale Geschäft, wenn immer möglich, zu zerstören. Und dann im Jahr 2010 das Landeskriminalamt Hannover die Bürger im niedersächsischen Walsrode aufruft, Hells Angels zu ächten und alle geschäftlichen Beziehungen zu ihnen abzubrechen. Wenn der Polizist Bernd Carstensen vom Bund der deutschen Kriminalbeamten Firmen öffentlich auffordert, geschäftlich Abstand zu Hells Angels-Mitgliedern zu halten, dann muss selbst der größte Skeptiker eingestehen, dass sich hier ein roter Faden zeigt, der etwas anderes beweist als dem vom Gesetz klar umrissenen polizeilichen Auftrag. Da treten im Hintergrund eben doch Machenschaften zutage, die mit der vielbeschworenen freiheitlich-demokratischen Grundordnung nichts zu tun haben. Ist es doch so, wie ein zynisches Sprichwort sagt, die stärkste Waffe der Demokratie ist die Illusion von Demokratie? Wir werden oft gefragt, warum wir keine Anzeigen wegen Volksverhetzung stellen. Einfache Antwort. Jedermann kann in Deutschland jede Bevölkerungsgruppe diffamieren, beleidigen oder öffentlich diskreditieren. Und es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Denn der Volksverhetzungsparagraf ist nur dann anwendbar, wenn es sich um eine ethnische Bevölkerungsgruppe handelt, wie Asylanten oder Zigeuner. Dergleichen gibt es in den USA nicht. Würde es eine Polizeidienststelle wagen, so wie hier über Hells Angels oder andere Gruppen öffentlich zu hetzen, wären Millionen Dollar Schadenersatz fällig. Das droht in Deutschland nicht. Also kann hier Dreck ausgekippt werden bis zum Anschlag. Und das ist in den Augen der Justiz völlig okay. Noch ein Hinweis. Wer immer noch glaubt, wir würden mit unseren Informationen bezüglich der Hetzkampagne gegen uns übertreiben, der findet nach einem Klick auf Dokumente das gesamte Rahmenkonzept, das von der Polizei verfasst und von der Innenministerkonferenz abgesegnet wurde. Was das mit Operation Monitor zu tun hat, lest auf Seite 40 den Beweis, dass Monitor bei Europol nach wie vor aktiv ist. Noch eins. In Sicherheitskreisen sagt man, es dauert lange, bis der Deutsche auf die Straße geht, aber wenn er einmal drauf ist, kriegt man ihn nicht wieder weg. Wir sind auf der Straße.